Es sind hunderte Arbeiter, die Europas höchste Holzachterbahn neues Leben einhauchen. Kolossos soll zurückkehren. Die Leute stehen davor und sagen, wie kann man so ein Riesenbauwerk nur aus Holz machen? Wie kann das halten, diese dünnen Mikado-Stäbchen? In einer einzigartigen Sanierung müssen die Monteure riesige Elemente installieren und ausnahmslos alle Schienen tauschen. Auch in schwindelerregenden Höhen. Das geht ja nicht um Angst, das geht einfach nur um Vorsicht. Ja, weil hier jeder falsche Schritt ist tödlich. Für das Team beginnt ein Kampf gegen Wind und Wetter und gegen die Zeit. Das dreijährige Großprojekt hat seine Tücken. Also, das ist kritisch, projektkritisch. Ich weiß. Der Heidepark Soltau bietet dem Adrenalin-Junkie viele Attraktionen und Fahrgeschäfte. Größter Publikumsmagnet ist die Holzachterbahn Kolossos. Sie prägt seit 2001 die Silhouette des Vergnügungsparks. Mit 60 Metern Höhe, 61 Grad Gefälle und Spitzengeschwindigkeiten von 110 Kilometern pro Stunde ist sie noch immer die höchste und schnellste Holzachterbahn Europas. Einst 45 Millionen D-Mark teuer. Ein Gigant von Weltruhm. Made in Germany. Bastian Lampe, der Leiter der Fahrgeschäfte, hat die glorreichsten Zeiten der Bahn miterlebt. Ich kann mich erinnern, in der ersten Saison hier 4 Stunden Wartezeit und die Leute waren begeistert und die Leute sind rausgekommen und sind aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Alle haben sich Weinend in die Arme gelegen, könnte man bald sagen. Der Heidepark ist da stolz drauf, die Kolossos steht auch wie keine andere Bahn für den Heidepark. Doch über 20 Millionen Fahrgäste in 15 Jahren fordern ihren Tribut. 2016 schließt die Bahn und die Renovierungsarbeiten beginnen. Die Planer des Parks rund um Projektleiter Thorsten Bärwald analysieren alle Bauteile und stehen vor der Mammutaufgabe, das 1500 Meter lange Schienennetz erneuern zu müssen. Dazu kommen etliche der tragenden Querbalken, sogenannte Ledger. Das ist wie bei einer Eisenbahn. Wir haben 2 Schienenstücke, hier drunter der Ledger. So, und das ist die eigentliche Konstruktion, die wir jetzt 1:1 einmal tauschen. Beim Bau 2001 entschieden sich die Verantwortlichen für vorgefertigte Schienen aus Furnierschichtholz. Nur solche Schienen gewährleisten die hohen Geschwindigkeiten von Kolossos. Dieser Holzkörper ist ein sogenannter Kertoträger. Kertoholz ist praktisch dieser Aufbau. Aufeinander verleimte, hauchdünne Holzschichten. Kiefernholzschichten. Der gesamte Schienenquerschnitt ist auf der gesamten Fläche durchimprägniert. Deswegen ist die besonders haltbar und besonders stabil. Das ist also am Ende des Tages tatsächlich kein Holz in dem Sinne mehr, sondern das ist schon eher ein technisches Produkt, was wir hier sehen. Laufbleche und Verschraubungen aus Edelstahl sollen die Lebensdauer verlängern. Es war ein Maßanzug. Jetzt wird dieser Maßanzug wieder komplett zu 100% neu erstellt. Wir haben Details verbessert, dort einfließen lassen in der Schiene, in der Ledger-Konstruktion. Und es ist so von der Werkstoffgüte, von der Tragfähigkeit das beste Material, was man dort einbringen kann, verbauen kann. Doch die Maßanfertigung hat auch Nachteile. Bei Verschleiß oder einer Beschädigung kann nicht so einfach vor Ort repariert werden. Bei einer klassischen Bretterschiene nenne ich sie mal. Ja, da können sie auch mal 3 Bretter rausnehmen, dann nageln sie 3 neue Bretter rauf, wird wieder nachgeschliffen, zusammengebaut, geht wieder. Ne? Da kann man mal so eine Sektion mit relativ einfachen Mitteln erneuern. Aber hier haben sie das Problem, dass sie eben relativ teure Einzelbauteile haben und auch die Abstimmung zueinander stimmen muss. Die Demontage beginnt. Am ersten Hügel hinter der Steilkurve entfernen die Arbeiter die ersten Schienen. Heute ist der große Tag. Die Schienen werden einmal vorsichtig runtergenommen, entnommen aus dem eigentlichen Bauwerk, werden abgelegt und ordnungsgemäß entsorgt. So, aufgrund der Zweiteiligkeit Metall-Holz kein ganz einfaches Unterfangen, wenn man sich die Verbolzung anschaut. Und die Verbindung, da haben wir auch auf diesem Gebiet noch eine dicke Aufgabe vor uns.
An die Träger unter den Schienen müssen die Arbeiter in den nächsten Monaten ebenso ran. Sie müssen ein gutes Drittel von ihnen austauschen. Insgesamt 356 Stück. Sicherst halt den Ledger mit dem Kran. Das ist klar, dass nichts passieren kann. Dann kommen die ganzen Schrauben hier raus mit etwas Gewalt. Und die Bolzen werden rausgeschlagen. Dieses Teil vom Ledger, das geht als erstes weg. Und dann gehen diese zwei zusammen weg, raus. Jeder Ledger, jede Schiene sieht etwas anders aus, da die Elemente unterschiedlichen Belastungen standhalten müssen. Einen kompletten Austausch aller Holzschienen hat es noch auf keiner vergleichbaren Anlage gegeben. Es ist eine Sanierung der Superlative für 12,5 Millionen Euro. Wenn möglich, sollen einige Elemente der Bahn wiederverwendet werden. In der Station liegt die gerade einmal 6 Jahre alte Liftkette. Sie zieht den Zug den ersten Berg hoch. Die Kette ist mehrere hundert Meter lang und enormen Belastungen ausgesetzt. Sie ist gut geschmiert, wie man sieht. Sie sieht also schön fettig aus, hat leichten Flugrost aufgrund der Standzeit. Wir haben aber auch während der Zeit, wo die Bahn außer Betrieb war, die Kette immer wieder laufen lassen, damit sie geschmiert wird, damit sie bewegt wird, damit sie eben frisch bleibt. Und sie ist also top gelenkig, da ist nichts dran zu sagen. So eine Kette würde neu mehrere 10.000 Euro kosten. Also ich würde mal schätzen, so eine Liftkette wird so bei 60.000 bis 70.000 Euro liegen. Wenn man die recyceln kann, ist man schon ganz froh. Dass die 6 Tonnen schwere Liftkette jetzt ausgebaut ist, bringt weitere Vorteile mit sich. Letztendlich haben wir jetzt die Gelegenheit, auch Bauteile mal zu inspizieren. Wenn die Kette eingebaut ist, drehen Sie nicht mal mit der Hand dran. Hier sind die Eingriffsflächen. Ist das Kettenrad eben gleichmäßig oder hat sich da schon was abgenutzt? Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Also das einzig Anstrengende ist die große Masse. Also dieses Kettenrad wiegt alleine, denke ich mal, 300, 400 Kilo, weil das dickes Eisen ist. Und das überhaupt in Schwung zu bringen, ist nicht ganz einfach. Aber wenn es dann läuft, läuft es wie eine Eins. Zur Wiedereröffnung muss alles in neuwertigem Zustand sein, damit die Macher für die kommenden Jahre einen reibungslosen Ablauf garantieren können. Daher werden die Altteile sehr genau überprüft, auch in der Höhe. Ja, wir sehen hier einen Rasensprenger. Ursprünglich war mal geplant, die gesamte Bahn mit Rasen bewachsen zu lassen. Nein, kleiner Spaß. Also wir haben hier einen Rasensprenger, und zwar klassischer Klapprasensprenger, der bei Bedarf die Bahn bewässert. Das geht also nicht darum, die Bahn zu duschen, wirklich nass zu machen, sondern es geht einfach um den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, so um die 60%, damit es eben nicht versprödet und bricht. Das ist vor allem in Hitzeperioden wichtig. Bastian Lampe bestellt zusätzliche Rasensprenger. Weiter geht's zum Airtime-Hügel. Airtime beschreibt den Moment, in dem es den Fahrgast aus dem Sitz hebt. Es gibt viele Bahnen mit Airtime, wo das dann mal so eine Sekunde ist, mal so ein Moment, wo es hochgeht. Aber hier haben sie wirklich 4 Sekunden wirklich durchgängige Airtime, wo sie es richtig genießen können. Also ich kann es genießen, nach oben gerissen zu werden. Sie können aber auch gerne dann 4 Sekunden Todesangst erleiden. Also ich, für mich ist es ein Genuss. In knapp einem Jahr soll das alles wieder möglich sein. Die Wiedereröffnung ist für den April angekündigt, zum wichtigen Ostergeschäft. Unten in der Station bespricht sich das Team. Zusätzlich zum Austausch der Schienen und der Querträger bekommt die Bahn eine neue Attraktion. Als On-Top-Element praktisch haben wir uns für unsere Gäste eine große Themenfigur ausgedacht. Man durchfährt sie als Gast und zusätzlich haben wir innerhalb dieser Themenfigur haben wir uns Show-Effekte ausgedacht und wie wir diese Figur beleben werden. Interaktiv für den Gast, wirklich hautnah erlebbar. Eine Konstruktion aus Stahl bildet das Gerüst für die Erweiterung der Bahn. Da ist die Seite. Kampf der Giganten heißt das neue Kolossos-Thema. Entsprechend groß ist auch die neu entstehende Figur. 25 Meter wird sie am Ende hoch sein. Doch noch soll niemand sehen, was hier gebaut wird. Die Baustelle am Ende der Achterbahn ist komplett verhüllt. Es ist ein gut gehütetes Geheimnis. Aber was auch immer hier entsteht, es wird gigantisch. 3 Wochen später. Die Schienen der unteren Geraden sind bereits vollständig ausgebaut. Die Einsatzorte verlagern sich jetzt in die Höhe.
Auch hier müssen die Arbeiter alle Schrauben lösen, Holz durchsägen und die Schienen und Querbalken herausheben. Das wird noch ein Kraftakt, sage ich mal so. Besonders schwierig ist es natürlich in der Höhe, das ist klar, das sind wir eigentlich gewöhnt. Aber es ist halt eine Holzachterbahn, die sind wir mal nicht so gewöhnt. Ja. Da ist natürlich das A und O, dass die Leute angegurtet sind. Dass sie sich selbst schützen, ist erstmal das Wichtigste, bevor die Arbeit überhaupt anfängt. Nur mit entsprechender Ausbildung und der passenden Sicherheitsausrüstung darf in diesen Höhen gearbeitet werden. Vor jedem Einsatz muss das eigene Gurtzeug überprüft werden. Das ist hier zum Beispiel der Fallstopp. Da hänge ich drinne. Wenn ich zum Beispiel das Gebälk halt hochkletter, dann zieht er nach oben und läuft ganz normal mit. Und wenn ich halt runterfalle, dann zieht er und dann stoppt er halt. Fallstopp eben. Ne? Das ist hier der Bannfalldämpfer. Den haben auch viele Höhenkletterer. Der ist unglaublich wichtig. Ich persönlich schlage mich vorne an. Es gibt Angegurte, schlägt man sich innen an. Für Gerüstbauer ist er sehr wichtig, weil wenn man die Position wechselt, hat man immer Möglichkeiten, halt zu wechseln. Ne? Dass man immer angegurtet ist quasi. In bis zu 60 Metern Höhe arbeitet das Team mit den schweren Bauteilen. Die Sicherheitstechnik und ihre richtige Anwendung sind dabei lebenswichtig. Normal ist das für niemanden hier. Es ist ja nun mal die höchste Holzachterbahn Europas. Und die größte Herausforderung ist eigentlich erstmal, dass keinem was passiert und dass wir noch im Zeitplan bleiben. In Kürze kommen die ersten neuen Bauteile. Und vor dem Eintreffen muss das Montageteam genügend alte Schienen und ihre Querträger herausgehoben haben. Doch wenn das Wetter nicht mitspielt, kann in der Holzkonstruktion nicht gearbeitet werden. Der Einsatz wäre zu gefährlich. Wenn es regnet, dann ist es natürlich glatter, ne? Weil sich aus den alten Hölzern eingebildet haben. Das ist ja ganz normal. Das ist ja wie bei jedem Capo zu Hause. Bei dieser Achterbahn ist das so, es gibt ja Sonnenplätze und Schattenplätze. Und auf den Schattenplätzen ist doch klar, da bildet sich mehr von den Grünspanen halt. Ist nicht so schön, aber gar kein Problem, weil alle Hölzer sind ja Kesseldruck imprägniert bis ins Tiefste. Um die Herstellung und Wetterfestigkeit der neuen Querträger kümmert sich ein Betrieb aus der Region. Die Holzbaufirma war im Jahr 2000 bereits beim Aufbau von Kolossos beteiligt und bringt so die entsprechende Erfahrung mit. Hier sieht man einige Ledger. Die sind hier oben so abgeschrägt. Da verläuft nachher die Schiene drauf in den verschiedenen Winkeln. Somit ist dann auch jeder Ledger unterschiedlich. Was man hier noch sieht, sind die Bohrlöcher und Ausfräsungen für die Verbindungsmittel, wo das Ganze dann mit zusammengeschraubt wird. Über 300 dieser Tragbalken werden hier neu produziert. Exakt nach den Vorgaben der Ingenieure. Die Hölzer kommen vorgeschnitten aus dem hauseigenen Sägewerk. In der computergesteuerten Abbundanlage erhalten sie ihre endgültige Form. Alles streng nach Plan. Wir wissen jetzt schon, welches Stück hieraus entstehen soll. Werden dann einzeln hier eingezogen in die Maschine, um dort in die Bearbeitung. Die beginnt in der Regel mit dem Sägeaggregat. Dann wird gefräst, gebohrt. Und sonstige Bearbeitungen werden gemacht, bis das Bauteil fertig ist. Nach der Fertigstellung bekommen die Bauteile noch einen Schutz vor Verwitterung. Jahrelang wird das Holz Wind und Wetter ausgesetzt sein. Und dabei darf es seine sicherheitsrelevanten Eigenschaften nicht verlieren. Hier in der Kesseldruckanlage machen wir die Imprägnierung der Einzelhölzer. Das ist ein Vakuumdruckverfahren mit einem schwermetallfreien Imprägniersalz, wo das Kiefernholz vollständig durchtränkt wird. Hier wird das Imprägnierprogramm eingegeben. Wir fahren eine Vollzelltränkung, das heißt, das Holz wird so lange imprägniert, bis es kein weiteres Schutzmittel mehr aufnimmt. Nach der Druckimprägnierung sind die neuen Ledger nicht nur witterungsbeständig, sie sind so auch vor Insektenbefall und Pilzbewuchs geschützt. Parallel zur fortlaufenden Demontage werden an der Holzachterbahn auch aufbereitete Ledgerblöcke eingebaut. An manchen Abschnitten der Konstruktion ist die Beanspruchung besonders hoch. Hier werden die Querträger zusätzlich mit Stahlplatten verstärkt.
Jetzt könnte man sagen, oh, das ist ja gar keine richtige Holzachterbahn mehr. Ja, Puristen würden sich vielleicht beklagen, aber es ist ingenieursmäßig nicht anders möglich. Wir arbeiten ja mit Holz. Holz ist ein Baum. So, und wenn ich jetzt hier so ein Netscher mir ansehe, der ist nicht aus der Mitte des Baums, der ist kernholzfrei, nennt man das, also links und rechts von der Mitte des Baums. Und der braucht eine gewisse Mächtigkeit. Und wenn Sie den Ledger von der Konstruktion immer größer machen, gibt es immer einfach keine Bäume mehr, wo man diesen Ledger drauf fertigen kann. Bevor die Monteure die Teile ausrichten und endgültig sichern können, ziehen sie die Verbindungen mit einem Schlagschrauber fest. Für zusätzlichen Halt sorgen im nächsten Schritt spezielle Dübel. Man sieht hier so eine spikeartige Hinterkonstruktion. Das sind sogenannte GK-Dübel. Das heißt, die übertragen letztendlich die Kräfte von dem Bauteil auf das Bauteil. Sie werden eingepresst, dann werden die Schrauben festgezogen. Und dann haben wir eben die Verbindung zwischen Ledger und Kalemleck, nennen wir das hier. Dieses senkrechte Teil ist das sogenannte Kalemleck, hergestellt. Nebenan werden die Dübel der alten Ledger per Hand entfernt. Das kostet Personal und etwas Zeit, hat aber einen guten Grund. Wenn sie heile bleiben am Ausbau, dann können wir sie wiederverwenden. Man könnte denken, ah, so ein blöder GK-Dübel, die sind aber relativ teuer. Und wenn sie einen Carport bauen, brauchen sie 8. Wir brauchen halt Tausende. Und dann macht es schon Sinn, auch gerade bei den großen Projektteilen zu wiederzuverwenden, weil die wirklich verhältnismäßig teuer sind. Ein Dübel kostet ca. 10 Euro. Pro Querbalken werden je nach Beanspruchung 4 bis 8 davon benötigt. Das bedeutet, dass bei allen 356 auszubauenden Ledgern insgesamt fast 30.000 Euro eingespart werden können. Auch die alten sogenannten Ledger-Schuhe kommen wieder zum Einsatz. Sie verbinden später die Tragbalken mit den Schienenstücken. Die Verbinder aus Stahl werden auf die Ledger aufgeschlagen und ausgerichtet. Möglichst viel soll bei der Sanierung wiederverwendet werden. Die Schraubverbindungen sind allerdings komplett neu. Zum Einsatz kommen spezielle Muttern. Man könnte denken, die sind verbogen. Die haben hier so kleine Eindrückungen, sage ich mal. Die werden auf dem Gewinde gepresst. Und damit ist die Mutter selbst gesichert. Die kann sich also aufgrund dessen schon nicht mehr lösen, weil sie eben eine selbstsicherung Funktion hat. Ne, wenn man nochmal nebeneinander hält, ist halt der Unterschied zwischen den Muttern. Eine Verbindung muss ja zuverlässig sein. So, und da kann man sich auf Held schon nicht verlassen, sondern das muss wirklich mit Reserve sicher sein. Unter der Aufsicht des technischen Leiters bauen die Arbeiter täglich 4 bis 6 neue Ledger ein. Weniger darf es nicht sein, sonst könnte die Wiedereröffnung zu Ostern in Gefahr geraten. Einige Wochen später, im September. Also, das ist kritisch, projektkritisch. Ich weiß. Die Planer sehen erste Terminschwierigkeiten. Dann ist unser Kollege nicht mehr da. Du bist dann auch unterwegs, Sie sind auch unterwegs. Was wollen wir jetzt machen? Dazu kommt, dass die nächste Ladung Schienen überfällig ist. Ohne das Material haben die Monteure eine Zwangspause. An der neuen Themenfigur sind die Kollegen dagegen voll im Zeitplan. Auf dem Stahlgerüst entsteht eine Art Baumstruktur. Dann der erlösende Anruf. Alles klar. Dann fahre ich jetzt hin und hol den LKW. Der LKW ist da, Sven. Alles klar. Bis gleich, ne? Ciao. Es gab wohl ein bisschen Transportschwierigkeiten. Dann war die A7 wohl ein bisschen dicht. Wir haben jetzt ein bisschen drauf gewartet. Alle warten. Und ich denke mal, das geht dann gleich los. Moin. Die Schienen. Schienen. Jeweils 10 Schienen kommen mit jeder LKW-Ladung vom Lieferanten. Die Monteure wollen 3 davon noch direkt heute einbauen. Ah, jeder Tag kostet Geld, ne? Bevor die Schienenteile auf die Bahn kommen, werden sie kontrolliert. So eine gute Schiene erkennt man schon. Ganz saubere Oberfläche. Sie ist super imprägniert. Über Wochen. Man kann ja auch sehen, alles, was ausgearbeitet wurde, wurde nochmal einzeln gestrichen. Die Schrauben wurden versenkt in einem Stützenbereich. Also total super. Also kann man echt nur sagen, gute Qualität und die sieht wirklich gut aus. Dass das mal ein Baum war, das kann man gar nicht mehr erkennen. Das Produkt scheint in Ordnung zu sein.
Genau, deswegen machst du auch die Qualitätskontrolle, ne? Um auch sicherzustellen, dass alles hier gut ankommt. Wie bitte? Ladung verschoben oder was? Was verschoben? Dann komm mal hoch, Junge. Trau mich nicht. Oh nein, okay. Mach Fotos. Ja. Da, alle Seitkontakt. Ja, okay. Hinten noch, bitte. Machen wir. Die teuren Schienen liegen teilweise direkt aneinander. Das hätte zu Transportschäden führen können. Ne, das geht nicht. Oh. Müssen wir nächstes Mal gucken, ein bisschen. So wie hier, da sind schöne Distanzhölzer dabei. Das müssen wir nächstes Mal hier auch ein bisschen machen. Aber ja, wie man auch sehen kann, es sind eine Menge Leute hier auf dem LKW, die alle ganz genau gucken, ob alles in Ordnung ist, was ja auch unglaublich wichtig ist. Weil wenn die Teile später oben montiert werden, da müssen wir unbedingt zusehen, dass es gleich auf Anhieb passt. Na, da kann man nicht wieder was rein- und rausnehmen. Das dauert ja unglaublich lange. Ein mobiler Baukran hebt die Holzschienen aus dem LKW. Jede Schiene wird einzeln entnommen und vorsichtig manövriert. Mit einem Materialwert von ca. 15.000 Euro ist das eine sehr kostspielige Fracht. Die Schienen werden erst einmal zwischengelagert. Die angelieferten Bauteile müssen ganz nach oben auf die Bahn. Nach dem Umparken befördert der Teleskopkran die Schienen zu ihrem Einsatzort. Zimmermann Carsten Hennig überwacht die Baustelle vom Steiger aus. Und hier, wie man sieht, haben wir überall Podeste gebaut, um das Arbeitsgeschehen halt sicheren Ablauf hat. Das klappt. Und man sieht auch hier die neuen Ledger, wie sie alle eingebaut sind. Ja, wir sind schon richtig weit vorgekommen. Die neuen Schienen werden in der Startkurve eingebaut. Mit knapp 60 Metern ist das der höchste Punkt der Bahn. Das Montageteam steht auf dem Podest an Position 32 bereit, inmitten der 120.000 Teile umfassenden Holzkonstruktion. Die Arbeiter befördern die erste Schiene zu ihrem Einsatzort. Wichtig ist hier das exakte Zusammenspiel zwischen dem Kranführer unten und den Monteuren oben auf der Bahn. Mit Führleinen ziehen sie das Bauteil in die richtige Position. Sobald diese erreicht ist, wird abgesetzt, nachjustiert und die Schiene anschließend mit langen Bolzen am Schienenschuh fixiert. Gut. Und nur Momento. Die Bolzen werden zur Montage eingefettet. So können die Arbeiter sie problemlos ins Holz treiben. Nicht immer passen die Bauteile auf den Millimeter genau. Doch darauf ist der Bautrupp vorbereitet. Es kann sein, wenn die Schiene jetzt etwas zu viel Farbe hat, dann geht sie nicht so einfach zusammen wie diese. Dann musst du sie zusammenziehen mit zwei Kettenzügen. Aber ich möchte natürlich auch nicht jetzt die ganze Toolbox hier herlegen, weil da kann sich gar kein Mensch mehr bewegen. Ja, ich bin mal jetzt der Hoffnung, dass es so passt wie da, dann reicht das Werkzeug, was wir hier haben. Ja. Wind kommt auf. In dieser Höhe doppelt spürbar und gefährlich. Die Schiene gerät ins Schwingen. Deo, ham. Boom. Boom wäre fatal. Die Arbeiter müssen schnell reagieren. Sie bekommen das Schienenstück wieder unter Kontrolle. Über das Holzgeländer wird das Bauteil an seinen Bestimmungsort gehoben und montiert. Kolossos besteht aus 320 solcher Schienenstücke. Die Bauteile sind zwischen 6 und 12 Meter lang und keines gleicht dem anderen. Das macht die Montage kompliziert. Ein Arbeitsplatz mit perfekter Aussicht über die Lüneburger Heide. Trotzdem darf man sich nicht ablenken lassen. Fehler dürfen in dieser Höhe nicht passieren. Manche wollen spielen, weißt du, und hier kannst du nicht spielen. Du siehst es ja selbst. Ja. Einmal spielen war dein letztes Spiel. Ja. Das geht hier nicht um Angst, das geht einfach nur um Vorsicht. Ja. Weil hier jeder falsche Schritt ist tödlich. Das ist ganz einfach. Die Arbeiter sind mit dem Einbau der Schienen im Tal angekommen. Der erste Berg und die erste Kurve am Anfang der Bahn sind fertiggestellt.
Theoretisch könnten hier bereits Waggons passieren, bevor sie dann bei 61 Grad Gefälle in die Tiefe stürzen. Am Ende der Achterbahn ist die neue Themenfigur bereits gut zu erkennen. Ein 25 Meter hoher Dämon. Die Personifizierung einer dunklen Macht, die Kolossos vernichten möchte. Ein Kampf zwischen Feuer und Holz. So sieht es die neue Geschichte des Vergnügungsparks vor. Am Dämon wird noch fleißig gearbeitet. Langsam bekommt die Figur ihre endgültige Form. Das ist eine Kunstfeldstruktur, die man jetzt hier sieht. Im Kern ist es eigentlich eine Stahlstruktur, die das eigentliche Traggerüst abbildet. Und als Außenhülle hat man ein Kunstfeld. Das ist ein reinrassiger Zementmörtel, der speziell für diese Klassifizierungsarbeiten auch geschaffen wird, um das entsprechend auch modellieren zu können. Auf dem zukünftigen Übersichtsplan ist der Clou der Figur zu erkennen. Das Ungeheuer reißt eine Schiene aus der Bahn. Zumindest soll das der Besucher denken, nicht nur auf dem Papier. Wenn die Fahrgäste heranrasen, scheint die Strecke für einen kurzen Moment unterbrochen, zerstört. Ein optischer Trick für eine Schocksekunde. Dann wird die eigentliche Strecke darunter wieder sichtbar und der Besucher durchfährt das finstere Wesen. Noch braucht man viel Vorstellungskraft, doch das Team arbeitet daran, die gewünschte Wirkung zu erzielen. Das Gruselige und dieses Prägnante wird einmal aber auch nochmal mit zusätzlichen Show-Effekten praktisch hervorgehoben, verstärkt. Wir haben nicht nur ein Stück Figur, diese Figur, die lebt über Lichteffekte, Nebeleffekte, Feuereffekte. Und denke ich, wird in Summe, im Zusammenspiel mit der eigentlichen Figur, denn ein ganz akzeptables Ergebnis werden. Das Wesen aus der Unterwelt beherbergt einen Teil der Achterbahnstrecke. Und damit gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen. Beim sogenannten Pull-Through-Test wird geprüft, ob die Waggons problemlos die Figur passieren können. Dabei wird ein Teil des Zuges, erster, zweiter Wagen, mit Winden und Kränen ganz, ganz langsam durch die gesamte Strecke gefahren, sodass man quasi an jedem Zentimeter gucken kann, passt die Spurweite, wie sieht es mit den Fahrwerken aus, die bewegen sich ja während der Fahrt, Fahrzeug knickt ein in den Tälern, auf den Kuppen, wenn es in die Kurve geht, verschränken sich die Fahrzeuge, berührt sich da nichts mechanisch innerhalb der Fahrzeuge, also entspricht alles der Simulation und den Computermodellen. Auch der Rest der Strecke wird dieser Prüfung unterzogen. Nach den Tests wird weiter an der Ausgestaltung des Dämons gearbeitet. Die Verkleidung der Themenfigur ist beinahe fertig. Nur die Show-Effekte fehlen noch. Licht, Feuer und Rauch sollen die Fahrt durch die Figur begleiten. Es erhebt sich ein düsterer Dämon, der scheinbar die Schienen aus der Fahrbahn reißt. Auch die restliche Achterbahn ist mittlerweile fast wieder komplett. 3000 Meter Schienen sind verlegt, 160 Elemente auf der linken und 160 auf der rechten Spur. Das letzte Paar ist besonders speziell. Es muss am Ende die Toleranzen ausgleichen, die beim Bau einer Holzachterbahn entstehen. Das ist ein sogenanntes Passfeld. Das ist also ein Stück Schiene, was hier nicht vorgefertigt wurde aufgrund von Plänen, sondern was vorher anhand der letzten Lücke vermessen wurde und dann erst hergestellt wird. Das heißt, es ist auch eine ganze Zeit keine Schiene mehr gekommen. Alle warteten quasi auf das Passfeld. Der Kran hebt die letzte Schiene an ihren Platz. Die Zeitreserven für die Komplettsanierung sind aufgebraucht. Das Team ist spät dran. Bei dem Neuaufbau sind alle Firmen eingebunden, die auch beim ursprünglichen Bau von Kolossos beteiligt waren. Durch die Erfahrungswerte erhofften sich die Planer noch mehr Effizienz. Doch so einfach war es nicht.
ich steckte schon eine gewisse Zeit dazwischen. Das heißt, es hat auf Anhieb nicht so flüssig geklappt, wie man es gedacht hat, weil eben doch vieles wieder neu erlernt werden musste bei der Schienenproduktion. Das hat dazu geführt, dass Teile der Schienen nochmal wieder ausgebaut werden mussten, nochmal nachgearbeitet werden musste oder generell auch relativ viel nachgearbeitet werden musste. Hat den Zeitplan so ein bisschen durcheinander geworfen, war unerwartet kompliziert, weil es eben doch so gesehen wieder ein Prototyp ist. Die finale Schiene wird an Passfeld 5 montiert. Sie sitzt perfekt. Die Arbeiter schlagen den letzten Bolzen ein. Nummer 960. Damit ist die Strecke geschlossen und fertig gebaut. Klaus! Bei den Schienen hat das Team aus den Erfahrungen mit der alten Bahn gelernt. Die neuen Bauteile sollen eine noch längere Haltbarkeit garantieren. Die Überfahrbleche und der Schienenstoß sind breiter und länger als vorher. Der Schienenschuh hat mehr Verschraubungen bekommen. Viele Details wurden weiterentwickelt. Eine der wichtigsten Erkenntnisse und Verbesserungen ist, dass alle Verschraubungen heute aus Edelstahl sind. Das ist eine ganze Ecke teurer. Ist aber nötig, weil der Edelstahl nicht im Vergleich zu den Zinkbolzen mit dem Holz reagiert oder mit den Imprägnierstoffen des Holzes und dann auch über lange Jahre so intakt bleibt, dass man auch nachziehen kann. Die alten Bolzen sind halt so vergammelt, dass man sie nicht mehr ordentlich nachziehen konnte. Hier vergammelt jetzt gar nichts mehr. Wenige Tage nach Fertigstellung stehen die neuen Wagen auf der Strecke. Ausgerechnet an einem 1. April starten die Testfahrten. Besetzt sind die Züge mit Plastikdummies unterschiedlichster Bauart. Um auf ein realistisches Gewicht zu kommen, sind sie mit Wasser gefüllt. Von der Station aus erklimmt der erste Zug die Startkurve, knapp 60 Meter hoch. Der Kettenantrieb funktioniert perfekt. Nach der ersten Kurve geht es mit Tempo nach unten. Doch noch schreit hier niemand vor Angst oder Freude. Auf der Bahn wurden viele 100 Sensoren verbaut, die Unregelmäßigkeiten erkennen sollen. Jede Störung muss zunächst programmiert, getestet und simuliert werden. Für das Team ein immens wichtiger, aber auch sehr langwieriger Prozess. Ungefähr 40 Runden führen die Prüfer nun jeden Tag durch. Die Durchläufe werden direkt ausgewertet. Immer wieder wird nachjustiert und neu programmiert. Die Werte der alten Kolossusbahn helfen hier nicht weiter. Im Prinzip haben wir eine komplett neue Achterbahn gebaut. Die hat zufällig die gleiche Form wie die alte Bahn, sieht zufällig fast genauso aus wie die alte Bahn, aber die Schienen sind neu, die Steuerung ist komplett neu, die Züge sind neu. Das heißt, dieser ganze Prozess, wie die Bahn installiert werden muss, fängt von vorne an. Wenn wir jetzt nur die Schienen getauscht hätten und die Steuerung drin gelassen hätten, okay, dann wäre das einfach gewesen. Aber es haben sich in der Zwischenzeit auch normative Ansprüche geändert. Das heißt, dem muss auch Rechnung getragen werden. Doch die Zeit drängt. In 3 Wochen soll Kolossus freigegeben werden und den Publikumsbetrieb aufnehmen. Doch noch machen die Züge Schwierigkeiten. Sie sind viel zu schnell unterwegs. Der Gast wird sich denken, ja, ist doch toll, schnelle Züge, super, super. Schnelle Züge heißt aber im Umkehrschluss auch bei so einer großen und extremen Achterbahn, dass man halt schnell an die Grenzen des Verträglichen kommt. Ob das medizinischer Natur ist, aber auch fürs Material. So, und da ist jetzt auch viel Testfahrten nötig, viel Einstellarbeit. Da wird mit Radrädern, verschiedenen Radmaterialien experimentiert. Wir haben verschiedene Bremsen auf der Bahn, die jetzt sozusagen programmiert werden müssen. Wann greifen sie ein, wann greifen sie nicht rein, um letztendlich die Geschwindigkeit zu regulieren. Und das ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Wird vorne zu viel gebremst, ist der Wagen hinten zu langsam. Es geht an die Feinabstimmung. Außerdem werden sämtliche Beladungszustände simuliert. Leer und voll besetzt. Nur Kinder oder nur kräftige Menschen. Jedes Szenario wird hier durchgespielt. So drehen die Plastikpassagiere Runde um Runde und donnern an den Arbeitern vorbei, die mit dem Umbau der Kolossusstation beschäftigt sind. Das ist alles gut. Das stört nicht. Man hat sich auch gefreut, als sie denn endlich mal gefahren ist. Ich denke mal, schon interessanter als wie vorher. Hat wohl ein bisschen mehr Kick. Das komplette Umfeld der Holzachterbahn wird auf das neue Thema umdekoriert.
ungefähr 30 Leuchten wurden hier installiert mit Flammentechnik oder was die Flammen halt nachstellt. Einige LED-Lichtbänder und dann im Bahnhof kommt neue Beleuchtung rein, Effekte. Auch Effekte halt in der Figur, das ist so einiges. Auch das Innere des Bahnhofs wird umgestaltet. Vor dem Eingang zu Kolossos ist der Künstler Vitali Rasborov am Werk. Insgesamt 1000 Quadratmeter Fläche muss er neu bemalen. Nicht nur die Station selbst, auch die dazugehörigen Shops und Imbissbuden. Alles muss zum neuen Thema passen. Kampf der Giganten. Da muss man ein bisschen einleben und ein bisschen das verstehen und fühlen, wie das, wie kann man das gestalten. Ich habe Skizzen natürlich bekommen von Designer aus London und dann habe ich so eine Lösung gefunden und Proben gemacht auf unterschiedliche Holzbretter und dann wurde gesagt, so wollen wir haben und damit habe ich angefangen, dann weiter, also die ganze Gebäude zu gestalten. Tiefschwarz ist die Grundfarbe. Den fünften 10-Liter-Eimer hat der Künstler beinahe aufgebraucht. Für die Erzeugung des neuen Flammenlooks greift der Profi in die Trickkiste. Das Ding habe ich selber gebaut. Ja? Das ist für extra Effekte. Und jetzt haben wir so Feuereffekt überall. Seit 5 Monaten ist der Künstler im Heidepark aktiv. Es bleiben noch 2 Wochen. Dann müssen die Feuereffekte fertiggestellt sein. Ich habe feste Termine, ja, auch ja, für bestimmte Objekte. Zum Beispiel der Laden sollte schon vor 2 Wochen fertig sein. Ja, so dann auch mit Hotdog, überall Termine, bestimmte, das steht schon fest. Nicht nur der Künstler. Das ganze Parkteam arbeitet nun in Sonderschichten. Die pünktliche Eröffnung darf nicht gefährdet werden. So wird in der letzten Phase auch nachts und an den Wochenenden gearbeitet. Und der Zeitplan kann eingehalten werden. Das Team konnte alle Arbeiten fristgerecht abschließen. Die Wasserdummies haben die Bahn verlassen. Nun sollen die Besucher die Züge füllen. Doch nur, wenn am Tag der Wiedereröffnung keine Mängel festgestellt werden. Der verantwortliche Zimmermann macht eine letzte Begehung der gesamten Anlage. Also, ich schaue mir jetzt nicht nur die Schienen an, sondern auch die Konstruktion, die um die Schiene herum ist. Zum Beispiel achte ich halt quasi auf die Ledger, dass da alle Bolzen verschraubt sind, ob irgendwelche Risse sind oder irgendwelche anderen ungewöhnlichen Dinge. Ich gucke mal, ob alle Laufstege drin sind, ob die Hölzer an den Seiten alle noch dran sind. Und da geht man halt mit dem Auge durch. Und ab und zu kletter ich mal runter. Es kommt immer so auf 2, 3 Punkte darauf an, die man ein bisschen im Auge hat. Besonderes Augenmerk bekommt der Neubau mit dem nun fertiggestellten Dämon. Die Figur, die ist ja neu. Das sind ja meine ersten Erfahrungen, die ich quasi hier mitmache. Und dann gucke ich mir halt den Bereich noch mal intensiver an. Beim Verlassen der Schienen kommt bei Carsten Hennig das Höhensicherungsgerät zum Einsatz. Es rastet schützend ein und blockiert, wenn er stolpern oder stürzen sollte. Von hier unten kontrolliert der Zimmermann, ob sich durch die Testfahrten etwas an den Verbindungen der Schienen verändert hat. Das ist die Upstop-Schiene, nennt man das. Das ist die Führungsschiene. Und das ist die Laufschiene. Und da sind ja überall Schrauben drin. Und die Schrauben, die hier oben reingesteckt werden, die gucken hier unten raus. Und dann muss man halt da drunter, um ab und zu mal zu gucken. Ne? Alle Schrauben sind zu sehen. Keine fehlt. Überall ist auch ihre Sicherung mit den sogenannten Stoppmuttern zu erkennen. Die haben bei Kolossos eine besonders wichtige Funktion. Denn sein Holzkörper ist ständig in Bewegung. Wenn es viel regnet, dann quillt er etwas auf. Und wenn eine längere Zeit eine Hitze ist, dann würde sie sich halt zusammenziehen. Deswegen haben wir auch Beregnung an der Anlage, um das halt ein bisschen auszugleichen, damit dieses Quellen halt nicht allzu stark ist. Und die Schrauben durch die Stopmuttern bleiben halt quasi immer in der gleichen Position, damit das Holz
nicht kaputt gedrückt wird. Das lebt eben ein bisschen und arbeitet. Wenn die Bahn in Betrieb ist, gehen jeden Morgen zwei weitere Mechaniker und ein Tischler die Strecke ab. Carsten Hennig ist hauptsächlich für die 1,5 Kilometer lange Holzkonstruktion verantwortlich. Er achtet auf jede Kleinigkeit und klopft viel auf Holz. Denn das bringt nicht nur Glück. Wenn man zum Beispiel auch so einen Handlauf hier rauf hört, dann kann man halt mitbekommen, ob der vielleicht lose ist. Dann macht er bestimmte Geräusche oder er klackert. Aber wir haben ja hier diese Sicherungsseile, die sind hier so. Das ist halt, falls ich mal doch mal eine Schraube lösen sollte, dann ist immer noch das Sicherungsseil da. Es ist eigentlich immer zweimal abgesichert. Markierungen machen es ihm einfacher und jede Stütze ist klar betitelt. Zusätzlich sind die Abschnitte mit Notizen versehen. Darauf wird jede Auffälligkeit vermerkt, die dann von den Ingenieuren bearbeitet werden. An Stütze 392 ist ein ganz entscheidender neuer Sensor verbaut. Sobald der Zug über diese Stelle der Bahn fährt, löst er die Feuer- und Nebeleffekte an der Themenfigur aus. Auch er sitzt fest. Und dann geht die Kletterei erst so richtig los. Vor der großen Wiedereröffnung in wenigen Stunden muss alles perfekt sein. Doch die Länge des Seils reicht nicht aus. Carsten Hennig kommt nicht zur gewünschten Stelle. Ich muss einmal die Position halt ändern. Ich habe da ein paar Nägel entdeckt. Die möchte ich da gerne einmal reinhauen. Weil man merkt schon langsam, die Trockenheit setzt halt ein. Und dann kann das schon mal sein, dass unter den neuen Belastungen halt da mal ein paar Nägel sich da anfangen auszuarbeiten. Einmal umgesteckt und weiter geht's. Muss man natürlich mal ein bisschen vorsichtig sein. Es ist ein mächtiger Aufwand für zwei etwas lockere Nägel. So, das mache ich einmal rum. Zack. Hier ist der Schoner, damit das Seil nicht. Und schon kann ich diesen kleinen, unwichtigen Nagel hier. Und zack, es ist schon drin. Viel komplexer ist das Bremssystem. Das wurde komplett neu installiert. Dadurch konnte das Problem mit den zu schnellen Wagen gelöst werden. Bei Bedarf greifen nun 9 Blockbremsen an 5 Positionen auf der Strecke ein. Vollautomatisch. Wir müssen die Zuggeschwindigkeit auch unterwegs regulieren. Ein Achterbahnzug hat ja keine Bremse an Bord dabei, sondern die Bremsen sind in der Strecke verbaut. Und wir wussten im Vorfeld schon, dass wir bremsen müssen. Wir wussten nur noch nicht so ganz genau, wo die idealen Positionen sind. Und das ist dann halt über die Testfahrten rausgefunden worden. Bei der Inspektion fallen auch scheinbare Kleinigkeiten auf. Die Schrauben haben sich gelöst. Das muss noch gemacht werden. Einer der Klapprasensprenger zur Holzbewässerung fehlt. Und die ganze Apparatur ist locker. Unten ist alles angezogen und auch darunter, aber die Beine müssen noch mal gesichert werden. Da sage ich gleich einen Kollegen Bescheid und der bringt das in Ordnung. Auch von unten wird aufmerksam kontrolliert. Ein leichtes Klimpern der Unterlegscheiben ist nach anhaltender Trockenzeit okay. Und hier ist alles in Ordnung. Im Holzgebälk stecken etwa 750.000 Nägel und ungefähr 80 Tonnen Schrauben und Dübel. Anschließend geht es für den Zimmermann auf den Steiger. Bis zu 40 Meter kommt er damit in die Höhe. Wir fahren jetzt einmal hin zur Steilkurve. Ich möchte da vorne zu den einen Beregner. Da ich ja gesehen habe, dass der andere da lose war, möchte ich jetzt kontrollieren, ob der auch lose ist. Kaum unten angekommen, geht es direkt wieder hoch. Für einen allerletzten Check am hinteren Rasensprenger. Die Zeit drängt mittlerweile. Also es ist richtig fest. Mission erfüllt. Die Kollegen gehen noch weiter rum. Und ich muss jetzt zum Bahnhof. Am Bahnhof wartet das Kolossos-Team auf das finale Urteil. Ja, alles ist in Ordnung. Gut, wir haben jetzt eine Kleinigkeit gefunden, da werden wir uns gleich drum kümmern. Das Wichtige ist, dass man sich jetzt einmal mit den Kollegen halt einmal abspricht, halt, was man halt entdeckt hat und dass halt alles gut gelaufen ist, damit die gleich mit dem Probebetrieb halt mal anfangen können. Die machen dann ein paar Probefahrten und ja, und ich kann mich nicht beschweren. War ein guter Tag und schönes Wetter.
Das schöne Wetter und die Neueröffnung locken besonders viele an. Und heute wollen alle mit Kolossos fahren. Noch sind die Züge allerdings leer und schleichen in den Bahnhof. Hier finden die letzten technischen Tests statt. Alle Signale und Sicherheitssysteme werden kontrolliert, nichts dem Zufall überlassen. Im Anschluss drehen die Züge einige Proberunden. Leer. Michael, machst du Probefahrt? Nein? Also du, ja, du ja. Ja. Achtung, Michael will Probefahrt machen. So, Position besetzen! Nach den unbemannten Durchläufen dürfen dann die Parkangestellten eine Runde Probe fahren. Man verkauft ja immer gerne, dass der Gast der Erste ist, der auf der Bahn ist. Ist natürlich nicht so. Logischerweise müssen wir auch unsere eigenen Abnahmefahrten machen. Die machen auf der einen Seite Spaß, sind aber auch nötig, um auch noch mal hinzufühlen. Mit dem Popometer, wie wir es mal nennen, ist die Bahn gut. Wir haben zwar Messwerte und so weiter, auf denen sieht man eigentlich auch alles, aber noch mal subjektiv drauf gucken. Wenn wir Spaß haben, dann soll der Rest der Welt jetzt auch endlich Spaß haben. Minuten 23 vom Lift bis zur Rückkehr in die Station. Für Zimmermann Carsten Hennig war es das erste Mal seit langer Zeit. Total geil. Die Hügel, also richtig geil. Wenn man denn auf die Figur zukommt, boah. Dann endlich öffnet sich das Tor. Die Besucher strömen zum lange vermissten Kolossos. Die Verantwortlichen haben bis zur letzten Sekunde getestet. Wir wollen jetzt auch gleich volle Kapazität fahren, haben deswegen getestet, haben jetzt unsere halbe Stunde gegönnt. Dann haben wir aber nachher im laufenden Betrieb keine Unterbrechung mehr. Und ja, gleich geht die Party hier richtig los. Also Publikum ist heiß, wie Nachbarswürste, hätte ich mal gesagt. Alle Systeme laufen reibungslos. Die Eingangstore öffnen und schließen und dann natürlich das Wichtigste, den Zug starten, damit die Gäste Spaß haben können. Und dann startet der erste mit Besuchern besetzte Zug. Kolossos wird damit 3 Jahre nach der Schließung offiziell wiedereröffnet. Mit 110 Kilometern pro Stunde, hin und her, hoch und runter, 1,5 Kilometer über Holzschienen. Und ganz am Ende das neue Highlight. Der Dämon mit einer ordentlichen Portion Show-Effekten. Ja. Die Planer sind davon überzeugt, die Fahrt nicht nur ermöglicht, sondern optimiert zu haben. Doch am Ende zählt für einen Vergnügungspark nur das Urteil der Gäste. Die war so Hammer! Mega, mega geil. Schnell hoch, genial. Wiederholungswürdig. So, können wir Winterpause machen, ne? Läuft. 3 Jahre Arbeit. Für das gesamte Team war es ein sehr langer Weg. 20 Firmen waren mit der Komplettsanierung beschäftigt und sorgten am Ende für die Rückkehr von Kolossos, Europas schnellster Holzachterbahn. Das ist nicht irgendein Projekt, das ist für uns im Heidepark eines der Projekte der vergangenen Jahre. Unsere Lieblingsachterbahn, die beliebteste Attraktion im ganzen Park. Das ist total geil, dass das endlich wieder läuft.